Diabetes in der Schwangerschaft ist eine häufige Diagnose. Etwa 20% der Schwangeren erfahren in der Schwangerschaft, dass sie den Blutzucker kontrollieren müssen. Dies erfolgt mit der Ernährungsanpassung und mit der Blutzuckermessung und selbstverständlich auch mit Bewegung. Am Schluss der Schwangerschaft, wenn es kurz vor der Geburt steht, ist es möglich, die Ernährung vom Kind nach der Geburt vorzubereiten. Das können Sie tun, indem Sie die Vormilch schon gewinnen können, sodass es aufbewahrt werden kann und dem Kind dann nach der Geburt verabreicht werden kann. Dadurch kann der Blutzucker des Kindes besser stabilisiert werden und der Start in den ersten Tagen der Ernährung erleichtert werden. Es ist uns wichtig, Sie in diesen Belangen zu unterstützen.